So. Ja, herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs und all jene, welche es noch werden wollen. Ich muss mal ein bisschen das hier anders hinstellen, weil es auch blöd. Dann muss es doch so. So. So, hier neben steht nämlich das Exklusivband. Ich habe jetzt mal an das M55 das Genius-Element angeschlossen, den The King an das Exklusivbrett. Beides schöne Bretter. Figurenform ist immer so eine Geschmackssache. Mhm. In den Kommentaren habe ich gelesen, man muss den The King auf 50 MHz stellen und den Genius auf 300. Dann würden die auf Augenhöhe spielen. Ist ein bisschen weird, aber machen wir das mal. Dafür, dass der The King auf nur 50 spielt, gebe ich den auch weiß. Muss ich ja trotzdem ins Menü und dann auf Zug. So, E4. E4 gefällt mir schon mal sehr gut. D6. D4. Ist das Pirk? Man wird es ja gleich lesen können. Springer C3. Also erstmal die Theorie abspulen lassen hier. F4. Was für ein Glückspilz ich bin, dass ich so fantastische Abonnenten habe. So wunderbaren Spenden hier. Dann kann ich im Kanal auch was präsentieren. Läufer D7. E5. Na, ich tippe mal, das sind auch so Varianten, da möchte man nicht unbedingt aus dem Buch rauskommen. E6. E6 schlägt, da vielleicht ein Tisch neben stehen. Springer G5, jetzt ruht er auf E6. Ja, aber wie so häufig, wenn die Theoriekenntnisse vorhanden sind, dann kann man mit solchen Geschichten nichts erreichen, dann kann man nur jemanden überrumpeln. So, Dame A5 Schach. Der Springer muss wieder zurück, weil es Schachgebot. C3. Ja gut, auf G4 hängt der Springer. Dame B5. Springer E6 schlägt. Jetzt hängt auf G7 der Läufer. Und das war's an Theorie. Ja, ist ein bisschen weird, dass der eine quasi mit der sechsfachen Geschwindigkeit rechnen muss, um gleiche Chancen zu haben. Das hat mich immer so gewundert bei diesen Fidelity-Geräten, dass die Mephistos, also mein Vancouver 12 MHz, mein Vancouver 16-Bit und die Fidelities Avantgarde 2 zum Beispiel, ich meine, das hat 16 MHz. Das wundert mich, warum Mephisto keine 16 MHz-Geräte ausbringen konnte. Wo es daran gelegen hat. Weil es kann ja eigentlich nicht daran gelegen haben, dass man die in die Modulargeräte einsetzen wollte. Ja, sonst vielleicht nicht gekonnt hätte. Ich frage mich, warum. Achso, dann wäre der gedeckt gewesen. Er droht lieber Springer G7 schlägt Schach. Hm. Bei der Vancouver 32-Bit, der geht auch in die modularen Geräte rein. Hm. Das fühlt sich ja so an, als hätte Fidelity oder auch Novak auch 16 MHz. König D7. Jetzt ist erstmal der Springer gefesselt. Er könnte, ich glaube, er muss Springer G5 Schach machen. Das ist keine Frage des Könnens. Er kann auch D5 machen. Bauer D5. Würde auch gehen. Dann ist der Springer gedeckt. Den kann er erstmal da stehen lassen. D4 schlägt, droht auch nicht mehr. Der Springer kann ich nach C6 ziehen. Das sind mehrere Punkte, warum ich das gut finde. F5. Also King-Element möchte gerne aktiv zu Werke gehen. Ich finde, das sind beides sehr schöne Schachcomputer.
Das King-Element hat nur einige Einstellungen, die das Genius-Modul nicht hat. Weil die ergänzen sich halt. Deswegen habe ich, nennen wir es mal, mit dem Genius Pro meinen Frieden geschlossen. Es ist halt, jetzt habe ich drei von Millennium 3 Schachcomputer. Jetzt als einzigen Schachcomputer würde ich den Genius Pro nicht unbedingt haben wollen. Also ich persönlich, das ist natürlich immer meine, logischerweise meine persönliche Meinung. Ich brauche immer möglichst viele Einstellungsmöglichkeiten. Deswegen finde ich den Genius exklusiv besser als den Chess Genius Pro. Also ich würde beinahe schon sagen, man sollte sich lieber den Genius exklusiv holen. Weil die 200 Euro, die man, oder 220 oder was das kostet, die man für den Genius Pro zahlt, die kann man lieber in den Genius exklusiv investieren. Dann braucht man dann noch 380 Euro oder 450, ich weiß auch nicht wie viel. Dann holt man sich gleich den Genius Pro exklusiv. So, Springer A6. Aber was will man da jetzt direkt machen? Rochade? Könnte ich mir vorstellen, will auch rochieren, das King-Element. Rochade. Ja, besetzt die F-Linie. Das wieder Big Week in dem Video mal richtig gesagt hat, die Rochade ist ja nicht nur den König in Sicherheit bringen. Die Rochade ist ja auch den Turm aktivieren. Das ist auch wichtig. Also der König ist jetzt in Sicherheit gezogen, aber der Turm hat auch die F-Linie bekommen. Das ist das, was vorher nicht war. Vielleicht wurde da so ein bisschen G6 schlägt und dann Läufer G5. Zum Beispiel. Das sieht jetzt nicht so sicher aus, wie der Genius steht. Minus 1,18. Und plus 1,45 vom The King-Element. Ich habe auch so ein Bild vor Augen, wo Richard Lenk und Ossi Weiner bei der WM auf dem Bild zu sehen sind, halt gegen Johann de Koninck. Bildtitel so sinngemäß. An dieser Stelle wussten Richard Lenk und Ossi Weiner schon, dass ihr Schachcomputer verloren hatte. Besetzt die G-Linie. Ich weiß nicht, ob das F5 schlägt rot. Der König ist auch sehr unsicher. Ich hätte immer so ein bisschen Angst vor Dame H5 Schach. Also F5 schlägt Dame H5 Schach und mit König Turm G6. Das sieht doch ein bisschen unsicher aus mit dem König. Hm. 50 gegen 300 Megahertz. Also The King hat hier 50 Megahertz und dann da 300. Das ist schon krass. Ich finde das immer noch so super, dieses Brett. Dann die Turniergröße. Wie gesagt, ein alternativer Figurensatz würde mir gefallen. Aber die mussten, ich glaube, irgendwas hat jeder. Aber mir gefallen zwei Punkte an diesem Figurensatz nicht so gut. Erstens, diese vielen Lücken beim Turm und die Springerform. Aber diese Lücken beim Turm, die hat das Smartboard von DGT bei mir auch bei den Türmen, diese Lücken. Aber man kann sich dran gewöhnen. Sagen wir es mal so, Springer C7. Mir gefallen aber die Exklusivfiguren von der Form her besser. Ich habe die auch schon mal, ich habe mal so ein Video gesehen, das heißt, es gibt ja mehrere Videos, wo die, also auf YouTube, wo man sieht, wie die Leute auch auf diesen DGT-Brettern spielen und das ist ein DGT-Brett, die mit der Figurenform vom Exklusiv. Also DGT ist ja viel länger schon dabei. Deswegen haben die natürlich sehr viele verschiedene Figurenformen. Da kosten allein die Figuren teilweise so 450 Euro, aber nur die Figuren bei diesen DGT-Brettern. Die sind ja handgefertigt. Das ist ja nicht irgendwie
dass man so eine Holzstange, so eine Maschine eingibt und die, dann werden die fließbandmäßig quasi automatisch gemacht, die Figuren. Das würde vielleicht gehen, wenn man die Springer irgendwie hinkriegen würde. Also Läufer sehe ich kein Problem drin, das automatisch drechseln zu lassen. Heißt das drechseln, wenn das Holzstück so gedreht wird? Ich finde das war viel besser mit den Emulatoren, mit diesen Millennium-Brettern. Das mit den DGT-Brettern, ich hatte die mal angeschlossen, dann ging das ja über Arena und deswegen, das könnte aber auch am Bärsches liegen, dass ich das besser finde als Arena. Man braucht natürlich immer den jeweiligen Treiber, weil ohne, man kann nicht einfach Bärsches runterladen. Dann mit dem Chesslink das Brett mit dem PC oder Laptop verbinden und dann Bärsches starten und dann loslegen. Da muss schon der Treiber muss schon auch installiert sein. Sonst geht das nicht. Also das sieht nämlich jetzt ganz schön ungünstig aus. Oder ob das jetzt schon mal, vielleicht trotz Läufer G5 und dann, wenn der Läufer nehmen muss, dann ist Turm F7 liegt dann in der Luft. Ich weiß nicht, ob es schon total verloren ist für Schwarz oder ob Schwarz sich noch verteidigen kann. Es ist aber irgendwie ein Spiel aufs Remis oder ums Remis. So fühlt sich das an. Die Bauern sind sehr unangenehm auf D5 und E6. Dame B2 schlägt, was will eigentlich darauf machen? E8, D8, C4. Hätte er da nicht. Ach, der kann ich ja nicht auf B2 nehmen, weil ich guck wieder krumm und schief und um die Ecke. Und die Raumkrümmung ist auch noch da. Meine Güte. Einen schönen warmen Schluffen hier. Wir haben Sitze. Lipo braucht warme Pantoffeln. Dame die 1. Das ist doch eine sehr schöne Möglichkeit hier. Also PC-Schach und Computerschach. Sehr gut kombiniert hiermit. Ich brauche einfach die LEDs. Und das ist hier der große Vorteil. Dass die DGT-Bretter, die waren ja dafür gedacht, um quasi auf Turnieren eingesetzt zu werden, zum Einsatz zu kommen. Dass die Partien dann über die DGT-Bretter quasi auf zum Beispiel online übertragen werden können, etc. Dass man kein Demo-Brett braucht oder sowas. Das wird alles automatisch gemacht. Man muss also kein Demobrett hinstellen, weil einer da dran steht, der die Züge dann auf dem Demobrett überträgt. Der Vorteil natürlich ist natürlich, wenn die in extremer Zeitnot sind, dann kommen die Leute da auch noch, also dann werden die Züge gut übertragen. Das war ja damals in dieser Schachsendung mit Klaus Spahn und Helmut Pfleger und Wladimir Hort. Wenn die Zeitnot gekommen sind, dann haben die schon das Brett direkt in der Kamera erfasst, weil es dann sonst nicht mal ging. Es wurde ja nicht übertragen, automatisch. Und das wurde durch die DGT-Bretter eben gemacht. Aber es gibt jetzt auch Turniere schon. Ich habe von so einem von so einem Normen-Turnier gelesen, hat einer eine Norm zum internationalen Meister geholt. Das wurde auch schon von Mephisto veranstaltet oder gesponsert. H3. Also er spielt schon aktiv dagegen. Er lässt sich da nicht einschieben. Dame H5 Schach. Kann den Bauern nicht einfach nehmen. Dame H5 Schach und dann Dame H3 schlägt. Und was kommt denn dann? A4. Okay, und dann Dame A5 Schach. Hier greift er also erstmal die Dame an. Also mir gefallen beide Bretter sehr gut. Das muss auch im bezahlbaren Bereich sein. Was bringt mir das, wenn das jetzt aus dem besten Holz der Hölzer gemacht ist?
Und dann kostet das Ding 1200 Euro, das Brett. Das muss, obwohl das ja Echtholz ist, so wie ich das zumindest gelesen habe. Mir gefällt die Struktur, gefällt mir vom Exklusiv besser. Von dem Millennium Exklusiv, weil das mehr Kontrast hat. Nehmen wir es mal so. Das ist ein bisschen matter gehalten. Ich stehe mir auf kontrastreiche Bretter. Das ist zum Beispiel beim... Ich habe zweimal den Mephisto Exklusiv. Einmal so ein kontrastreicheres Gerät, so dunkler gehalten. Und einmal so ein matteres Gerät. Und da gefällt mir dieses kontrastreiche Gerät auch besser. Jetzt Dame A3 schlägt. Könnte Dame A4 schlägt drauf spielen. Ich weiß nicht, ob da schon so Überraschungen kommen können wie Turm schlägt F6, Bauer schlägt F6, Dame F7, da kommt Dame C7 und Dame F6 schlägt. Kann ich mit diesem Exklusiv, diesen Brettern ja, das hier auch mit dem, aber das Exklusiv nehme ich dann wegen des Platzes. Da kann ich dann wunderbar auch die Emulatoren spielen lassen gegen die Schachcomputer. Weil ich habe ja mal gesagt, man kann ja nicht alle Schachcomputer haben. Und dann letztes Mal habe ich den Mach 3 Designer spielen lassen, 2265, 15 Minuten Schach gegen den MM5. Den MM5 habe ich dann als echtes Gerät genommen hier. Also die Standardversion und den Designer habe ich dann als Emulator auf dem Exklusivbrett spielen lassen. Oder mit dem Exklusivbrett spielen lassen. War schon interessant, dass der MM5 beide Partien gewonnen hat. Das fand ich schon interessant. Ach, 16-Bit gegen 8-Bit mit 16 MHz gegen ich meine zumindest, dass der Designer 16 hat, ich weiß gar nicht genau. Das weiß ich jetzt nicht. Also 16-Bit müsste... Ich meine, Fidelity hatte 16 MHz bei 16-Bit. Da konnte er seinen Dschungelschach nicht so ausleben. Turm F6 schlägt, Dame A7 schlägt Schach, okay. Läufer D4. Läufer schlägt, Bauer schlägt. Was droht das dann? Läufer E3, König C7. Also wie gesagt, mir sind die LEDs sehr wichtig. Dem Jörg Rehse, der hat geschrieben, der findet es besser ohne LEDs. Aber man kann die abschalten. Dann drücke ich einfach auf diesen Button hier drauf. Dann sind die aus. Jetzt habe ich sie eben wieder eingeschaltet. Und am Genius-Element, das war ein Genius-Exklusiv, war das ja. Kann man im Programm, in den Menüs, die LEDs dimmen oder abschalten. Das ist hier halt mit dem Button jetzt gemacht, mit dem M55. Supreme Tournament 55. Da greift jetzt erstmal die Dame an. Dass ich verzockt. Die Königsstelle von Schwarz erscheint mir etwas unsicherer. Dame A6. Scheint kann er den Bauern auf A4 wohl nicht schlagen. Turm F6, was soll das bringen? Turm F6, Turm F6, Turm F6, Bauer F6 und dann Läufer D4. Das werden die nicht machen. Turm HG8. A5. Möchte wohl Raum gewinnen. Also ich habe viel Spaß mit meinen beiden Millennium-Geräten hier. Ich würde aber wohl trotzdem eher... Ich habe jetzt auch gesehen, so ein Genius Classic. Genius Classic? Ich meine natürlich Classic Exklusiv. Komme ich jetzt ein bisschen durcheinander hier. Den Classic Exklusiv, also dieses Classic Modul, sieht aus wie das The King Element mit Genius und The King in einem Modul.
glaube 750 Euro. Den Genius exklusiv habe ich für 650 gesehen. Das gibt ja auch dieses E1-Board. Habe ich das richtig verstanden? Kann man an den E1 aber nicht so ein Modul anschließen. Das hat den Chesslink schon eingebaut, das E1. Das ist da der Vorteil. Ich glaube, mir wäre es schon beinahe wieder zu klein, das Brett, um damit Online-Schachpartien zu spielen. Gut, man kann online damit spielen. Für einen relativ günstigen Preis. Weil das E1-Board, das kostet, hat auch den gleichen Preis wie das Chess Genius Pro. Er nimmt ihm allmählich die Möglichkeiten, aktiv zu werden, dem The King. Der nimmt immer mehr Raum in Beschlag. Frage mich, ob Läufer E5 geht. Turmschach, Turmschlägt, Turmschach, König C7, Läufer B6 Schach. Sieht zumindest recht kritisch aus. Jetzt tauscht der The King sogar freiwillig die Damen. Aber eine interessante Partie. Ja, muss ja nicht mehr, sonst hat er die Dame weniger. Ich weiß gar nicht, warum der King so jetzt darüber rechnet. Ah. Ich gucke aufs falsche Gerät hier. Ich wundere mich schon mal, ob steht der Turm G8, G7. Ich weiß nicht, was überlegt der King jetzt hier so lange? Was ist denn die Alternative, außer die Dame zu schlagen? Läufer B6 schafft vermutlich. Das reicht schon. Der nimmt aber zurück. Turm G7. Ja, wäre ein bisschen blöd gewesen, wenn er jetzt das Läuferschach gegeben hätte. Auf B6. Theoretisch wäre das ja auch möglich gewesen. Erst das Läuferschach und dann zurücknehmen. 0,21. Meine Güte. Ja, der Turm von F2 kann erstmal nicht mehr weg. Weil er der Turm von G6 schlagen wird auf G2. Deswegen ist der erstmal gebunden. Ich glaube, allmählich brauche ich kein Mephisto mehr. Ich habe doch hier Millennium. Ich glaube, die Vorbestellerphase von diesem Phoenix ist so, glaube ich, vorbei. Weil ich habe heute auf Millennium-Seite gelesen, da war 1199 oder so, also die 900 noch was, 98 oder was, die war da nicht mehr für die Vorbesteller. Das liest sich so ein bisschen wie bei Kickstarter, diese Leute, die das dann quasi per Kickstarter finanzieren. Und dementsprechend dann das im Voraus finanzieren. Die kriegen die Sachen dann quasi auch günstiger, die zahlen das dann quasi. Weil bei Kickstarter, man weiß ja nicht immer, ob die Sachen auch rauskommen. Dann, ich meine, bei Kickstarter, nicht bei Millennium, bei Kickstarter weiß man das nicht. Nicht, dass hier jetzt irgendwelche Leute das falsch verstehen. Aber der Sinn ist der gleiche, dass das schon mal vorfinanziert ist, das oder finanziert ist das Ganze. Und dann kann man die Sachen ja beruhigt verkaufen. Deswegen machen die jetzt diese Vorbestelleraktion. Ich glaube, die einzigen Sachen, die ich mir mal vorbestellt habe, das war dieses Tomb Raider 2013. Dieser Reboot, der rauskam. Das hatte ich mir vorbestellt.
braucht man heutzutage eigentlich gar nicht. Ist eigentlich Quatsch, das vorzubestellen, weil man kann auch in den Laden gehen, sich die kaufen. Aber jetzt hier hat man natürlich 200 Euro gespart beim Phoenix-Modul. Und der Vorteil ist natürlich, im Gegensatz zum Laptop zum Beispiel, man muss da nicht immer erst einen PC anschließen und einen PC anwerfen, der erstmal hochfahren muss und dann muss man erstmal den Treiber laden oder Treiber starten. Da muss man erstmal BearShes starten, dann auf BearShes erstmal den Treiber aktivieren. Und dann muss man erstmal bei diesem MessShes diesen Ordner da starten. Und dann in der Liste kann man dann das Programm starten. Und dann muss man aber erst, am besten ist dann erst die Partie starten, Einzug machen oder machen lassen, die Engine, und dann den Level einstellen. Das ist dann am einfachsten. Ansonsten startet der die Engine dann wieder neu, diesen Emulator. Und das kann man sich alles schenken dann. Kann ich es nicht auf G2 den Bauern nehmen? So, das war alles hier nur. Ja. Das hat der Genius doch gut überstanden hier. Und es droht jetzt eigentlich Schachmatt. Also, stille Züge hat er nicht, wie Turm B2 steht oder sowas. Es droht Turm F8 matt. Und König E8 geht auch nicht, wird auch matt. E2. Das Problem ist einfach, oder zieht Turm G8. Das wäre die Alternative. Turm G2 Schach. König D3. Ich frage mich, ob man die Schachs auf D1 geben kann. Turm D1 Schach, König E3, Turm E1 Schach, König F3, Turm F1 Schach. Habe ich einfach auf G2 genommen. Das wäre natürlich reichlich tödlich. Turm D1 Schach. Also der Turm muss früher oder später sowieso nach G8 zurück. Weil es droht ja immer, König E8 reicht ja nicht, wegen Turm C8 matt. Und der Turm G8 mattrot, muss der Turm F8 Schach mattrot, muss der Turm schon zurück nach G8. Ja, jetzt wird er bestimmt König F3 ziehen. Ja, König F3, natürlich geht das Turmschach jetzt nicht. Ja, und jetzt muss er schon Turm G8 ziehen, was anderes sehe ich da nicht. Turm F7 wird das was bringen. Turm B4. Da kann er Turmschach geben, den Turm wegtauschen. Dann das Einzelturm ins Spiel machen, nehmen wir es mal so. Gerade diese Quaderlampen gefallen mir so gut. Wenn die zu hell sind, wenn jetzt einer meinen sollte, die Quaderlampen sind ihm zu hell auf diesem M55, die kann man auch dimmen. Ich kann das ja so mal so hier. Und dann habe ich die gedimmt. Das ist auch problemlos möglich. Schlägt zurück. So, zurück im Spiel. Geht eh beide ohne Permanent Brain, deswegen ist das ja egal. Ludwig Pachmann, Computerschach. Auch ein interessantes Buch. Da sieht man, wie
dass Computerschach damals im Fokus stand. Zu den Hochzeiten. Quasi eigentlich ungefähr zu der Zeit, glaube ich, war die Hochzeit der Schachcomputer, als auch die von den Homecomputern war. Nur Schachcomputer gibt es heute auch noch zu kaufen. Homecomputer, die wurden ja vom PC völlig verdrängt. Vielleicht haben die einfach den Anschluss verpasst von Commodore, also mit Amiga und so. Erst wurden die vom PC überrollt, die Homecomputer. Dann haben die ein bisschen so versucht, auf Spielekonsole zu machen, das hat aber auch nicht funktioniert. Also von vielen Homecomputern, also Spielekonsole meine ich PlayStation und sowas. Also damals eher Nintendo und Sega und sowas. Dann von C64 gibt es zum Beispiel, nennen wir es mal den Homecomputer, der hat ja einen Modulport hinten dran. Es gab auch Spiele auf Modul für den C64, also auch für den regulären, normalen C64. Dann hat man einfach, das ist total weird, man hat die Tastatur quasi vom C64 überdeckt. Es gab also keine Tasten mehr. Das war es im Groben und Ganzen. Hinten der Modulport dran, zack, Spielekonsole. Und Schneider, die den CPC Physics 4 gemacht haben, die haben dann auch versucht, ein bisschen auf Spielekonsole zu machen. Commodore hat das versucht mit dem CD-TV. Sah so aus wie ein CD-Spieler von damals, also diese großen Klapperkästen. War aber trotzdem im Prinzip ein normaler Amiga und dann haben die halt irgendwann den Anschluss total verpasst. Und dann war es das... Ich habe hier für den C64 habe ich so eine CD, aber ich glaube, da sind keine Schachprogramme da drauf, das ist schade. Ich würde so einen C64 auch nur haben wollen wegen der Schachprogramme. Ich hatte mal einen, das ist das Blöde. Und dann habe ich den irgendwie wieder verkauft oder was auch immer. Eine richtige Kiste mit Commodore 64 Spielen, C64 und allem drum und dran. Also das gibt so Dinge, da könnte man sich vor Wut in den Arsch treten, dass man die Sachen wieder verkauft hat. Und jetzt habe ich mich auch auf Schachcomputer festgelegt. Und dieses... Interessant wäre vielleicht so ein Pentium mit 200 MHz oder sowas. Um den da quasi... war andersrum... Das wäre nämlich so die Geschwindigkeit, die Emulatoren haben bis Pentium 1. 386 Slow, 386, 486 Slow, 486, Pentium Slow. Und so ein Pentium mit 300 oder so hätte ich dann gar nicht. Falls in einer von euch in der Ecke noch rumliegen hat, so ein Pentium 300. Dann dauert die Schachprogramme Fritz 6 oder sowas. Gegen die spielen lassen. Ja, man sieht also schon der taktische Überfall vom The King, der wurde hier abgewehrt. Ich weiß nicht, ob der Harbour jetzt unbedingt der Gewinngarant ist. Ich glaube, der Harbour ist eher so ein Faustpfand hier, also hier, ein Faustpfand fürs Remis. Könnte ja sein, dass der Genius das jetzt noch gewinnt sogar. Der stellt sich zumindest in Vorteil. So, jetzt macht er sich an den E-Bauen ran. Ich kann auch gar nicht decken. B5. Er möchte sich wohl mit A6 einen Freibauern schaffen. König E6. A6, A schlägt, A schlägt. Macht er aber nicht. Er greift sofort den Bauern an. Das hat sich alles schon erledigt. Ja, Genius, das Genius-Programm, wer kennt es nicht? Richard Leng von Amsterdam bis... Ich glaube, das war das London-Update? War das neueste für die Schach... Oder das letzte für die Schachcomputer? Das London-Update, ich meine, das ist...
quasi die Eröffnungsbibliothek und das Programm, das gegen Kasparov gespielt hat bei diesem K.O.-Schnellturnier und dann gewonnen hat. Also eine gewonnen, eine Remis. Oder umgekehrt, I don't know it. Und das sollte wohl jetzt doch jetzt Remis werden. König D5. Turm H6 schlägt. Was macht er? A6 schlägt. B7 schlägt. Lippo, schlaf doch weiter ein, dann wirst du auch am Schlafen sein. So. Gut, da bin ich mal gespannt, ob das zu gewinnen ist hier für die. Die haben ja keine Endspieldatenbank drin. Smartphone habe ich hier nicht gerade in der Nähe liegen, sonst würde ich ja bei der Schredder-Datenbank nachgucken. Das sollte wohl Remis sein. Der König steht einfach sehr gut von Weiß. Das ist schon die halbe Miete bei diesem Endspiel. Klar, wenn der König auf H8 stehen würde, wäre es natürlich denkbar ungünstig. Dann wäre es wahrscheinlich auch verloren. Da kommt es auch immer drauf. 1,32 plus, aber ich weiß nicht, ob das hier eine große Rolle spielt. Turm rüber. Mir gefällt ja hier dran so sehr, dass das hier... Das ist ein klassischer Schachcomputer. Das ist der Task R30. Das ist auch so eine Bretteinheit in Verbindung mit dem Modul. Das hat man auch per Kabel angeschlossen an das Brett. Und also die Spieleinheit war im Modul drin. Also nicht im Brett. Mann, ich hätte irgendwie gelesen, ich weiß nicht, ob das dann auch rauskam. Wenn die Nachfrage dementsprechend wäre, würde man auch so ein Task R30 mit turniergroßem Brett oder das turniergroße Brett dafür machen. Das weiß ich aber nicht, ob das hier rauskam. König F5, F3. Ja, will aber König F4 ziehen auf Schach und dann auf das nächste Schach dann E4. Erst König F4 und dann E4. Holt wieder relativ mild. Ich meine, wir haben theoretisch haben wir auch gar keinen Winter. Also nach dem Kalender. Winteranfang ist das nicht erst um Heiligabend rum? Bei der Wintersonnenwende. So, ich sehe jetzt hier nicht irgendwie die Möglichkeit, hier vorwärts zu kommen. Man müsste den König irgendwie abklemmen, dann wäre es natürlich die halbe Miete. Turm G2. Es ist ja eben nicht, dass die haben ja keine Endspieldatenbanken. Wie manche PC, wo die machen ja schon Table Bases. Im Moment läuft ja dieser Wettkampf zwischen, ist nicht Alpha Zero, sondern ich weiß nicht, was für ein Zero das ist, gegen Stockfish. 100 Partien spielen die. Die spielen schon keine normalen Partien mehr, weil sonst würden die zu viele uninteressante Remis-Partien spielen. Die gehen quasi Eröffnung vor, und zwar je zwei Partien, einmal weiß, einmal schwarz. Und dann ist das so eine Eröffnung, die einer Seite minimalen Vorteil gibt. Und dann, meinetwegen, Beispiel so ein komisches Gambit und Schwarz steht dann, also nicht so mit mehrere Bauern geben oder so. Oder Beispiel eine Eröffnung, bei der Schwarz minimal besser steht. Und da hat Stockfish die Weißpartie Remis gehalten und die Schwarzpartie gewonnen. So in der Art. Weil dann sonst zumindest einfach zu viele Remis-Partien werden. Aber 100 Partien spielen die. 100 Partien Wettkampf. Also 50 Eröffnungen. Eine Partie mit Weiß, eine Partie mit Schwarz. Das macht der Big Greek auf seinem Kanal. Stellt so die interessantesten Partien vor.
Ja, was Schwarz schon geschafft hat, ist, der König ist abgeklemmt. Okay. Ja gut, das schaffe ich jetzt gegeben, weil er eine Brücke braucht. Jetzt kommt der E3. Und wenn dann das Turmschach kommt, kann der Turm dazwischen. Das ist wichtig. Das wurde jetzt wirklich total verloren. Interessant. Gewinnt der Genius das im Endspiel. Ja, Turm E2. Kann einfach nehmen, wenn er Turm nimmt. König F2, baue es durch. Kann er Turm C4 Schach geben. Genau, er braucht ja die Brücke wieder. Immer noch. Der Sinn ist wieder hier, den Bauern vorziehen. Wenn der Schach von hier kommt, dann kommt der Turm dazwischen. Und wenn das andere Schach kommt, kann der Turm auch dazwischen. Minus 2,259 zeigt sich der, sein Gegenelement erstmal an. Das ist total verloren. Der Genius sieht ja schon klarer mit plus 7 jetzt. Das ist interessant. Gewinnt Genius. Turm A1. Ja, König D2 einfach. Und dann, ich lasse mir natürlich nicht zeigen, dass er mit Turm gegen König gewinnen kann. Was kann er sich auch von der Dame holen? Turm C1, Turm H2. Würde auch nicht so viel. Also ich muss jetzt auch eine Dame nehmen hier. Ich kann nicht einfach irgendwas vom Brett runternehmen. Das ging damals immer ganz gut, wenn man zu faul war. Dann hat man einfach die Figur, die schlägt, genommen, dann die Figur, die geschlagen wird, einfach kurz einmal angehoben und abgesetzt. Wenn die eh zurückgeschlagen wurde. Das geht dann natürlich nicht. Und damit ist hier die Show gelaufen. Genius gewinnt. Interessant. Genius gewinnt im Endspiel gegen The King Element. Aktiv gespielt, aber dann war es dann doch im Endspiel hier. Ich weiß, war es denn wirklich verloren, das Endspiel? Also Turm gegen Turmbauer. Ich weiß, ob das wirklich so verloren war. An Rechentiefe kann es ja nicht liegen hier. Da müssen wir wohl genug haben. Wenn auch ohne Permanent Brain. So, dann gibt es noch die Revanche-Partie. Was soll ich sagen? The King Element mit Weiß gegen Chess Genius mit Schwarz. The King Element 50 MHz, Chess Genius 300 MHz. 0-1. Dafür war es eine relativ knappe Partie. Das ist ja interessant. So, tschüss, bis zum nächsten Mal.